Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 7. Sorry, ich habe vergessen, das Mikrofon runter zu machen. Ihr habt mich wahrscheinlich gehört, aber nur leise. Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren. Eieiei. Zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Und wir haben noch ein paar Spiele vor uns. Ich weiß, es könnte sein, auch dass ich, ist jetzt Samstag immer noch. Es könnte sein, dass ich morgen am Sonntag nicht so viel Zeit habe zu spielen. Deswegen, eieiei. Was ist denn hier los? Werner 96? Habe ich Werner etwa nicht auf der Bank? Ach doch, ich glaube, ich habe ihn auf der Bank, aber ist, glaube ich, nicht mit voller Fitness gestartet. Deswegen braucht er länger als ein Spiel zur vollen Regeneration, aber das sollte trotzdem passen. Er wird immer ein bisschen mehr regenerieren, als er verliert. Irgendwann ist er bei 99. Das passt schon. Ja, es könnte sein, dass ich am Sonntag gar nicht so viel Zeit habe zum Zocken. Deswegen muss ich mal schauen, dass ich jetzt noch ein paar Spiele mache. Also ich will auf jeden Fall 7 schaffen am Samstag, dass ich maximal 10 habe. Aber geiler werden eher so 8 oder vielleicht sogar 6, die übrig sind am Sonntag. Aber muss ich schauen. Ich denke, 7 bekomme ich hin. Alles andere schauen wir mal. So, jetzt bin ich... jetzt bin ich gespannt auf Müller in Zusammenhang mit Werner. Wen habe ich denn damals gehabt, als ich... Ich glaube, als ich damals Werner im Sturm gespielt habe, da habe ich noch Kruse gehabt, glaube ich. Oh, was, wieso quittest du denn... Ich glaube, da hatte ich noch Kruse. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke. So, ich bin gespannt auf Werner. Oh, Freunde. So lange haben wir ja ewig nicht mehr gesucht. Schauen wir mal. So, konzentrieren, konzentrieren. Gut spielen. Oh, Gottes Willen! Aber erstmal schön, dass er... Auch zwei Foot Champions hat man da auch wieder diese Mané-Karte. Und das ist ein kranker Sturm. Also wenn ich hier verliere, dann mache ich mir keinen Vorwurf, weil der Sturm ist einfach nur komplett krank. Das ist einfach nur komplett krank gewesen. So, ich mach mal ein bisschen leiser, weil mir ist ein bisschen laut. So. Schöne Stadion mit viel Schatten, das spiele ich mal gern. So, konzentrieren. Besser spielen als die letzten beiden Spiele. Da war ich wirklich nicht auf der Höhe. Aber ich hoffe mal. Dass sich das bessert. Schade. Schön. Oh, hat er sich wieder eigentlich gut durchgesetzt. Sehr gut, faul. Okay, wir haben nicht mehr die Kopfballstärksten, aber ist mir egal. Wir machen jetzt trotzdem schöne Flanke. Vielleicht schafft es Müller irgendwie reinzuspringen. Oh, ist gar niemand. Schade, schade. Aber war natürlich ein super schwieriger Schuss für Dembele. Gegner Glück. Nochmal. Schade, dass er mich nicht trifft und eine rote Karte bekommt. Ja. Ich weiß nicht, warum Reus da über außen läuft und nicht über innen läuft, nicht außen lang geht. Wird so eklig, wenn er mal irgendwann in den Konter reinkommt, wird es so ekelhaft. Oh nein, ich dachte, den bekommt er easy. War klar, war klar, war so klar. War so klar. War aber auch schlecht von mir verteidigt. Der konnte da über außen zu einfach durchgehen. Dass dann natürlich so ein Kopfballfeld ist wieder lächerlich, aber
War nicht gut verteidigt von mir, ganz einfach. Aber egal, steht 1-0. Wir haben noch genügend Chancen, das zu drehen. Wird denke ich schwer gegen den Spieler, gegen das Team, aber die Chance besteht auf jeden Fall. Schwacher Pass von Hector, danke. Oh, wieder diese Scheiße, Mann. Immer, nicht immer, aber ständig in die Arme. Das ist ein Foul. Habe ich direkt auf Passen gedrückt. Muss ruhig bleiben, ist nichts passiert. Es steht 1-0. Der Gegner hat eine Chance gehabt, die ich ihm quasi geschenkt habe. Vielleicht wechsle ich dann mal die Formation in der zweiten Hälfte. Auch wieder ein Foul. Both officials indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Gegner spielt leider gut. Hätte dieses verdammte Gegentor nicht zulassen dürfen. Weil man sieht, er kommt ja auch nicht durch. Also wir heben uns wieder gegenseitig ziemlich gut auf, aber es wird, denke ich, nichts mit der Formation. Probier mal eine 4-3-2-1. Wenn ich das Gegentor nicht fresse, muss ich auch nicht offensiver spielen. Das ist auf jeden Fall mein Fehler gewesen. Aber ruhig bleiben, wir haben genügend Zeit. Wenn ich das Spiel verliere, egal, meine eigene Schuld, kann ich niemanden. Nice luck.
niemand anders dafür verantwortlich machen, außer mich selbst. Und dann gehen wir einfach weiter. Ja, soll er natürlich nicht auf Hector gehen, der da komplett frei ist, sondern auf Werner. Das ist ein Elfmeter, aber okay. Ich meine, ich war zuletzt dran, ne? Klar, und fliegt dabei hin. Das war natürlich kein Elfmeter. Was soll das sonst gewesen sein? Ich meine, er fault mich natürlich nicht. Irgendwie schaffe ich es so dumm. Naja, ist egal. Also, sorry, ja, das war ein ganz klarer Elfmeter. Wie gesagt, ich berühre zuletzt den Ball. Fall hin. Ja, was wird denn da woanders passieren? Dann hat er mir den. So zum Kotzen, ey. Wir haben das so entschärft mit den Elfmetern. Das ist so lächerlich. Gemacht von, boah, von Bentaleb. Na, da geht er natürlich Glück. Aber Bentaleb bleibt dran. Was? Fuck. Schön, zwei Spieler. Der eine steht hinter ihm, um quasi den Berberspin abzudecken und es klappt trotzdem. Das ist dann aber jetzt in dem Fall nicht meine Schuld gewesen. Sorry, aber mehr als zwei Spieler da positionieren, wo einer halt den Berberspin abdecken soll, kann ich nicht machen. Und wie gesagt, vorher halt Elfmeter. Also absolut verdient das 1-0. Aber das ist halt 2-0, das ist absolut unverdient. Und dass der Berberspin klappt gegen 2, ist halt auch einfach Glück. Aber wie gesagt, ich muss halt den Elfmeter einfach vorher gehen, dann steht es ja wahrscheinlich 1-1. Wieder ein Fehler von Sommer. Fick dich, Sommer, ey! Das geht mir auf den Sack, es ist das dritte Tor. Der macht teilweise so geile Paraden, aber er hat jetzt schon 3 Fehler gemacht. Fährmann hat nie so viele Fehler gemacht. Meine Fresse, das ist jedes Mal, dass er den Ball nicht festhält, sondern ihn irgendwie rausspielen will. Das dritte Mal in Folge ist so ein unverdientes 3-0, ey. Ja, das 1-0 ist meine Schuld, aber dann ab dem 2-0 oder ab dem Elfmeter, der nicht gegeben wird, dreht das Spiel einfach komplett durch. Boah, ey. So ein Dreckspiel. Ich wünschte nur, ich hätte diesen scheiß Fehler nicht gemacht. Dann könnte ich wenigstens sagen, 100% nicht mein Problem. Das Spiel, aber es ist halt leider so, dass ich ja, Hummels macht natürlich nicht das Kopfballtor, nicht, dass es noch irgendwas ändern würde, aber trotzdem. Ich wünsche, ich hätte das 1-0 nicht verursacht oder zumindest Schuld daran gehabt. Also ich habe natürlich nicht verursacht, aber Schuld daran hatte ich mit. Ist egal, wir werden das Spiel jetzt verlieren und das geht trotzdem weiter. Wir müssen noch andere Spiele spielen. Ach, schön dabei von Dembele.
Oh, Idiot. Idiot! Nice luck. Absolut unverdientes 3-0. Verdienter Sieg vielleicht. Ich hätte das 1-0 ja nicht verursachen müssen. Ach nee, wobei. Meiner Meinung nach, wie gesagt, war das halt ein ganz klarer Elfmeter, der nicht gegeben wurde. Dann wäre es ja 1-1 gewesen. Also doch kein verdienter Sieg. Und in der Höhe absolut unverdient. Und aber das, diese Scheiße schon wieder von Sommer, ey. Ich meine, ich kann auch damit leben, dass er seinen beschissenen Berberspin da durchlag. Ist es halt so. Was soll's. Aber dass Sommer halt wieder diesen dreckigen Scheiße baut. Und es ist schon, ich meine, er macht das nicht aber 10 Spiele einmal, aber es ist halt auffällig. Fährmann hat viel, viel mehr Spiele gehabt und ich glaube, der. Ich glaube, der Team of the Group Stage Fährmann hat den Fehler, hat nie einen Fehler gehabt. Das war, glaube ich, einmal der normale Fährmann, der so einen krassen Fehler gemacht hat. So, und Sommer, den haben wir jetzt erst so selten und hat jetzt schon 3 Fehler gemacht. 3 gravierende Fehler, die immer zum Gegentor geführt haben. Ich hatte ja sogar noch mehr Fehler gemacht und das, da war nur das Glück da, dass die dann nicht zum zum Gegentor geführt haben. Das weiß ich nicht mehr. Das kann sein, ich habe mir nicht gemerkt. Aber dreimal in viel, viel kürzerer Zeit hat er halt diese Scheiße gebaut. Und es ist immer das gleiche, immer der gleiche Stil gewesen. Statt den Ball easy aufzunehmen, haut er ihn irgendwie weg. Ich meine, das. Oh, das ist egal, aber es ist zum Kotzen, ne. Müssen uns dann aufs nächste Spiel konzentrieren. So ein unverdienter Sieg mal wieder. So eine unverdiente Niederlage. Ich muss mir das 1-0 zuschreiben. Das gebe ich offen zu. Ich hätte danach auch, denke ich, gut und konzentriert weitergespielt. Gerade danach der Halbzeit versucht. Versucht entsprechend zu agieren, aber. Aber dann bekomme ich halt den eindeutigen Elfmeter nicht. Dann lag das nicht das 2-0 und dann kriegt das 3-0 geschenkt vom bescheuerten Sommer. Sobald ein anderer Torhüter rauskommt, wieder gekauft. Ich meine, das hätte ich eh gemacht, aber. Und wenn es nur ein ebenbürtiger ist, das Sommer hat echt manchmal so krasse Paraden gehabt, so krasse Reflexe gehabt, wo ich sage, mega geil. Aber. Hat er jetzt Angst? Dann muss er auf Zeitspiel gehen oder was? Ich hatte noch 2 Tore Vorsprung. Hallo, Idiot. Was macht er denn? Hat er einen Controller zur Seite gelegt oder was? Wenn ja, dann wird es kaum arroganter gehen. Er hat tatsächlich den Controller zur Seite gelegt. Was für ein arroganter Spieler. Egal. Was wollte ich sagen? Ja, sobald ein ebenbürtiger Torhüter rauskommt, kaufe ich mir den und verkaufe Sommer wieder, weil das ist so auffällig. 3 Mal jetzt schon, das ist keine Variante, das ist kein Zufall mehr. Ich weiß nicht, woran es liegt, was er da für eine Scheiße baut. Ich meine, er hat eine gute Ballsicherheit und alles. Er hat halt akrobatisch als Spielstil und Fährmann halt traditionell. Ich weiß nicht, was damit zu tun hat, aber lächerlich. Oh. Wir haben jetzt wahrscheinlich nicht wegen Sommer das Spiel verloren, das ist auch klar. Aber trotzdem. Werner hat übrigens wieder kein Tor gemacht. Und Müller hat auch nichts gezeigt. Er hat eigentlich die Vorlage gespielt gehabt. Ich hab gar nicht nachgeschaut. Gut, jetzt waren jetzt auch erst zwei Spiele. Müller hat auch nicht wieder irgendwie eine Chance gehabt, die er versaut hätte. Ah, egal. Neues Spiel, neues Glück. Komm, wir gewinnen jetzt einfach mit der englischen Mannschaft. Wie viele Siege haben wir eigentlich bisher? Jetzt gar nicht im Kopf. Konzentrieren. Wir haben ja nicht schlecht gespielt. Ich habe wirklich diesen einen Schnitzer gemacht und da schwach verteidigt gegen das 1-0. Das muss ich zugeben. Danach haben wir, denke ich, gut verteidigt. Haben auch nichts mehr zugelassen. Berberspin war gelackt. Das andere war Geschenk von Sommer. Und er hatte eigentlich keine Großchancen mehr oder so. Deswegen, ich denke, es war gut verteidigt. Oh, was ist denn los? So, jetzt wieder runterkommen. Zur Ruhe kommen.
Ich hoffe mal, es ist hell genug, dieses Türkis. Wieder ein sehr gutes Team, sehr guter Sturm. Dafür nicht so der krasse Torhüter oder Innenverteidiger. Der Innenverteidiger. Also keine Inform. Smalling ist natürlich trotzdem gut. Okay, konzentrieren, komm. Und vor allem nicht wieder so einen Abwehrfehler machen. Das war ein bisschen zu einfach, der Gedanke. Noch Glück. Macht er denn jetzt? Eine halbe Minute spielen, dann umstellen, oder was? Was will er denn umstellen? Ja, also bei der Verteidigung hat er echt gespart. Rose, Smalling, Manolas, Florenzi, die sind okay, aber ist nichts Besonderes. Und Hart ist auch kein besonderer Torhüter. Das mal abgesehen von der Map gesehen. Sehr gut von Smalling. War das gerade ein Rückpass, den er mit der Hand genommen hat? Oder war der Gegner danach dran? Also das war mir jetzt gerade nicht ganz ersichtlich, muss ich zugeben. Ich auch gedacht, dass Benteke sich durchsetzt. Warum hat er sich denn da nicht durchgesetzt? Da hatte ich die Zeit, Maß zu nehmen. Er wäre bestimmt reingegangen, aber er kriegt ihn halt leider noch geblockt. Sehr ärgerlich. Auch jemand, der anscheinend gerne einfach in die Spitze spielt. Auf den Stürmer, was halt nicht so viel Sinn macht. Schade. Doppelt schade. Ja, faul von mir, alles klar. Krass gespielt, dann tunnelt er sogar noch. Also der war richtig gut gespielt auf jeden Fall. Krasser Angriff. Gar nicht über Mané gespielt. Scheiße. Komplett schwach. Fuck. Der hat was gewechselt. Er hat wirklich was gewechselt. Wen hat er denn gewechselt? Martial für Tauvin, okay. Schön gemacht.
Oh, nicht auf ihn! Mann, eine Etage weiter! Danke, Shiri. Müssen uns konzentrieren. Hier ist auf jeden Fall was drin, aber wir müssen uns konzentrieren. Das ist keine Laufkundschaft. Ganz, ganz schlechter Laufweg von Schaan zu ein Trottel, ey. Oh, komm, noch mehr Vogelwild, ja. Pässe bitte, die funktionieren. Ey, ziele ich denn so schlecht manchmal? Ich reg mich heute viel zu viel auf, das ist egal. Spielt keine Rolle, ob das klappt oder nicht. Ich überlege, ob ich eine andere Formation nehme. Es kommt einfach überhaupt nicht durch. Ich reg mich auch schon wieder viel zu sehr auf, das gefällt mir nicht. Ruhiger spielen. Ist egal, ich darf mich immer hier bei jeder Kleinigkeit darüber aufregen, dass es nicht funktioniert. Dann werde ich nur noch schlechter. Ich muss es einfach akzeptieren. Es passiert nun mal. Ich glaube, es steckt noch so ein bisschen die letzte Niederlage drin. Boah. Krasser Schuss, dass der überhaupt durchkommt, ey. Wahnsinn. Schön gehalten von Schmeichel auf jeden Fall. Geil, dass ich zuletzt dran war.
Oh, so knapp! Fuck! Das wäre ein geiles Tor geworden, ey. Oh, schießt doch einfach! Oh, wieder so ein Slapstick. Ach, geil. Mal langsam wechseln. Man hat das Gefühl, dass die Formation gerade besser klappt. Schwerer Gegner auf jeden Fall. Schöner Schuss. So, Benteke, haben wir die erste Ecke, oder? So, jetzt bitte, das ultra wichtige Spiel. Mach jetzt so ein Kopfballtor bitte rein. Komm schon, Benteke, du hast noch keins gemacht, seitdem Eriksen die Vorlagen gibt. Komm einfach nicht so geil. Geiler Pass. Das hat er leider erahnt. Das hat er leider gut gemacht mit Sanchez. Schwer, 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 aber die Formation funktioniert besser, würde ich sagen. Ist trotzdem anstrengend.
Scheiße. Zum Glück hat er es nicht ausgespielt, sondern so einen merkwürdigen Konter probiert. Dadurch wurde es deutlich einfach zu verteidigen. Ich wollte auf Benteke spielen, aber wahrscheinlich nicht genau genug gezielt. Zum Glück zu unplatziert. Mit seinen hohen Bällen, ey, ich verstehe das nicht, wie man so spielen kann oder wieso man so spielt. Das funktioniert doch einfach nicht. Es hat kein einziges Mal geklappt in dem Spiel gegen mich. Ich glaube, selbst wenn man schlecht verteidigt, wird das fast nie funktionieren. Dann müssen die Gegner so ultra schlecht verteidigen. Aber ich gehe mal auf defensiv. Wunderbar gemacht mit Ribéry. Hoho. Fuck! Jetzt komme ich aber auch mit der Formation nicht mehr durch, finde ich. Ich überlege, ob ich jetzt die letzte Halbzeit nochmal auf meine ursprüngliche umstelle. Ich glaube, das mache ich auch. Ich kann ich ja eher nochmal über außen durchstechen und dann irgendwie hoffen, dass was in die Mitte reingeht. Schön getunnelt. Scheiße, das war billig. Ah, ich dachte, halt, es klappt. So ein Wichser, Mann! Scheißlacker, ey, mit dem Drecksonntagsschuss. Ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. So ein beschissener Sonntagsschuss muss es natürlich sein, ey. Fuck, so unverdient. Ja, hau den weg, Cole, Mensch, halt ihn festzuhalten. Wir werden wieder keinen einzigen Angriff.